dass die Architektin Helma Hasenberger heute hier zu Gast ist. Sie hat uns die Perspektive des Mietshäuser-Syndikats mitgebracht. Frau Hasenberger bringt ihre Erfahrungen selbst als Bewohnerin aus einem Syndikat mit. Sie ist Architektin und sie hat den Bau für einen Bildungsverein, steht sie mit voran. Wem gehört die Stadt? Das sind die Fragen, die sie sich stellt und die sie vielleicht auch noch in ihrem Vortrag uns stellt. Wir freuen uns über diesen Blick. Dankeschön. Genau, also ich bin auch Architektin. Ich habe sogar hier an der damals noch FH studiert. Und ich erinnere mich, dass ich auch bei der Gründung des Architektenkreises, also wahrscheinlich bei der ersten Veranstaltung, ich weiß nicht mehr genau, mit dabei war. Damals kam ein Architektenkollege aus Freiburg und der hat mich scheinbar so beeindruckt, dass ich irgendwie nach meinem Studium nach Freiburg gegangen bin. Unter anderem, weil ich fand, in Freiburg ist einfach so ein bürgerschaftliches Engagement da, was mich total fasziniert hatte. Und in die Richtung habe ich mich dann auch bewegt. Also ich habe zuerst bei Rolf Disch, 2,5 Jahre im Architekturbüro von Rolf Disch gearbeitet. Wir haben damals auch schon sehr energiesparende Häuser gebaut, Solararchitektur. Und eines Tages ist bei uns im Büro der Satz gefallen, diese Plus-Energiehäuser in der Solarsiedlung, die müssen sich verkaufen wie so ein Mercedes. Und ehrlich gesagt, mich hat das ziemlich irritiert. Und ich fand immer interessant, was in Freiburg so entstanden ist, und zwar das Mietshäuser-Syndikat insbesondere. Mietshäuser-Syndikat hört sich ganz gefährlich an, aber wir sind keine Verbrecherorganisation. Letztendlich musste auch die Sachbearbeiterin bei der IHK die Mietshäuser-Syndikats GmbH eintragen ins Handelsregister, nachdem sie sich geweigert hatte. Und genau, das Mietshäuser-Syndikat ist entstanden in Freiburg. Und zwar war es so, Freiburg war eine Stadt mit sehr großer Wohnungsnot, genauso wie viele andere große Städte. In den 80er Jahren war in Freiburg die Wohnungsnot schon sehr groß. Und Freiburg, obwohl es eine kleine Stadt war, war sehr wohnungsbewegt. Also es gab sehr viele Hausbesetzungen, sehr viele Hausbesetzer. Die Hausbesetzerszene war in Freiburg sehr groß. Und es gab Ende der 80er Jahre eine kleine Gruppe, die auf dem Greta-Gelände im Grün nahe der Innenstadt zu Freiburg Räume gemietet hatte in einer alten Gießerei, das waren so alte Industriegebäude. Und dort haben sie zum Beispiel auch damals schon ein Warenlager angelegt. Die haben auf Abrissbaustellen Materialien zusammengesucht und dort gesammelt und dann wieder auf anderen Baustellen verbaut. Und sie haben sich so langsam auch dort ihre Wohnungen eingerichtet und irgendwann angefangen mit der Stadt Freiburg zu verhandeln, diese Räume auch zu kaufen. Es kam in der Hausbesetzerszene damals nicht besonders gut an, dass man mit der Stadt verhandelt. Und es hat auch sehr lange gedauert, aber irgendwann durften sie ihre Häuser tatsächlich dann kaufen bzw. im Erbbaurecht übernehmen. Und gleichzeitig mit den Verhandlungen mit der Stadt haben sie aber auch überlegt, wie organisieren wir uns? In welcher Rechtsform organisieren wir uns? Und sie haben mehrere Optionen gehabt. Also es gibt die Möglichkeit, sich als Verein zu organisieren, also ein Verein hätte sich gründen können und die Immobilien kaufen können. Das haben sie aber verworfen, weil irgendeine zukünftige Nutzerinnengeneration könnte kommen und das Haus einfach wieder verkaufen und sich bereichern an der Immobilie. Dann wäre die zweite Möglichkeit gewesen, sich als Genossenschaft zu organisieren. Aber auch Ende der 80er, Anfang der 90er gab es
diese Traditionsgenossenschaften schon als Beispiel. Alte Generation, alte Genossenschaften aus den 20er Jahren, die immer mehr gewachsen sind und irgendwann nur noch von den Vorständen und Aufsichtsräten quasi geleitet und geführt wurden. Die Mieterinnen hatten überhaupt nichts mehr zu sagen. Und das wollten die Hausbesitzerinnen natürlich nicht. Sie wollten auf Dauer das Bestimmungsrecht haben, was mit dem Haus passiert. Und so haben sie eine neue Form gefunden, die auch von einer, aus einer Doktorarbeit eines Juristen kam, der hat sich zu alternativen Rechtsformen auseinandergesetzt in seiner Doktorarbeit. Und sein Vorschlag war, eine GmbH zu gründen mit zwei Gesellschaftern. Und ein Gesellschafter spielt eben diesen Part der Kontrollorganisation. Und so ist es dann auch gekommen, sie haben eine GmbH gegründet mit zwei Gesellschaftern. Der eine Gesellschafter ist der Hausverein. In dem Hausverein sind die Mieterinnen organisiert. Die bestimmen alles, was in der, also im Haus passiert, also wie gebaut wird, mit welchen Materialien, wie hoch die Mieten sind. Geschäftsführung ist bestimmt alles ganz allein der Hausverein, da mischt sich das Mieter-Syndikat überhaupt nicht ein. Und, aber es gibt Fragen, eben die Grundlagenfragen, zum Beispiel Verkauf des Hauses oder Aufteilung in Grundstücksanteile. In diesen Fragen müsste jeweils die Kontrollorganisation Mieter-Syndikat gefragt werden. Und so können die Mieterinnen das Haus auf Dauer selbst verwalten. Sie bestimmen alles selber. Sie haben dann auch quasi immer zwei Schuhe an. Also einmal sind sie Mieterinnen, aber sie sind auch gleichzeitig Eigentümerinnen. Aber sie können das Haus nicht verkaufen und somit kann man eben gewährleisten, dass Mieten nicht ins Endlose steigen und die Häuser nicht wieder auf dem freien Markt verhökert werden. Hier sind so ein paar Bilder aus dem Greta-Gelände. Also auf dem Greta-Gelände sind dann insgesamt drei GmbHs entstanden. Die haben nicht nur eins der Häuser gekauft, sondern letztendlich den ganzen Hof mit drei GmbHs. In den 90er Jahren ist das Mieter-Syndikat erstmal nur ganz langsam gewachsen und auch erstmal nur in Freiburg. Also die Mieter-Syndikat GmbH hat sich an mehreren neuen Haus GmbHs jeweils beteiligt. Und mit der Idee, so ein Haus, wenn man so ein Haus baut, braucht man ja erstmal ziemlich viel Eigenkapital. Und damit man überhaupt Geld von den Banken kriegt. Wie wird bei uns das Eigenkapital gesammelt und in Form von Direktkrediten, Nachrangdarlehen? Das kommt einfach aus der Gruppe selber. Also Menschen, die mitmachen, die Mieterinnen, wenn sie Geld haben, stecken sie ihr Geld in Form von Nachrangdarlehen in die GmbH. Darüber gibt es einen Darlehensvertrag. Dieses Geld wird auch verzinst. Nur gering, damit die Mieten bezahlbar bleiben. Aber auch Freunde, Bekannte, Verwandte können ihr Geld da reinstecken. Also anstatt das Geld zur Bank zu bringen, kann man es auch in so einem Mieter-Syndikat anlegen. Und so wird eben das Eigenkapital aufgebracht. Und der Rest des Geldes kommt wie bei allen anderen Investoren auch von Banken, Förderkredite und ganz normale Bankkredite. Mit der Zeit ist es aber so, über die Mieteinnahmen wird ja auch getilgt. Und so ist es so, dass die Aufwendungen jedes Jahr weniger werden. Und es bleibt irgendwann mal so ein bisschen Gewinn übrig, auch sogar bei Mieter-Syndikaten. Und die haben das vorausgesehen, dass es irgendwann passieren wird und haben eingeführt, schon von Anfang an, seit jedes Projekt
zwar läuft der dann beim Mietshäuserpark in einem Solidarfonds zusammen und von diesem Geld wird dann wieder, werden wieder neue Hausprojekte unterstützt. Und so ist eben jetzt in der Zwischenzeit schon ein ziemlich großer Tropf angelaufen, sodass wir immer mehr neue Hausprojekte auch unterstützen können. Die Unterstützung läuft aber eben nicht nur über Geld. Also die größere Unterstützung leisten wir eigentlich, indem wir immer wieder neue Hausprojekte beraten. Und zwar ehrenamtlich. Also wenn so eine Gruppe es mal geschafft hat, ein Haus sich zu organisieren und sicher drin wohnt, hat sie auch ziemlich viel gelernt und die Idee ist, und es funktioniert auch ziemlich gut, dass die Leute dann ihr Wissen weitergeben an die neuen Hausprojekte. Und so entsteht auch so ein Austausch zwischen den Hausprojekten und es passiert nicht so einfach, dass die alten Hausprojekte dann mit ihren Streitigkeiten versumpfen, weil sie sehr gut in Kontakt sind mit den neuen Hausprojekten. Genau, es gibt unterschiedliche Gruppen von Projekten. Also manchmal passiert es eben, dass Mieterinnen mitkriegen, dass ihr Haus verkauft werden soll. Und manchmal klappt es auch, mit dem Eigentümer so gut zu verhandeln, dass die Mieterinnen im Haus dann Hausvereinbarung und den GmbH und das Haus vom Eigentümer direkt abkaufen und sich dann selbst verwalten. Passiert nicht oft, aber in den letzten Jahren immer wieder mal. In Freiburg war es irgendwann so, es war überhaupt keine Bestandsimmobilie mehr zu haben. Also lange Zeit haben Gruppen Häuser gesucht und nichts mehr gefunden. Und es kamen neue Baugebiete und wir haben denen dann geraten, sie sollen neu bauen. Und so haben wir so in den Jahren 15 bis 17 ungefähr auf dem Neubaugebiet in Gutleitmatten drei Hausprojekte begleitet, also da haben wir drei Gruppen neu gebaut, insgesamt 45 Wohnungen und eine Kita. Und ja, also die Überlegung des Neubaugebiets ziemlich gut. In Freiburg sind zwei große Neubaugebiete geplant. Da haben wir 15 neue Gruppen, die wir jetzt gleichzeitig beraten, die gerne dort bauen wollen und sich bewerben auf neue Grundstücke. Hier in, das ist in Deutschland gerade, in all diesen Städten gibt es in der Zwischenzeit Mietshäuser und hat Projekte, es hat sich eben ab 2003 ungefähr weiter ausgebreitet. In den großen Städten, die sehr unter Wohnungsnot leiden, gibt es natürlich am meisten Hausprojekte, aber es gibt auch Hausprojekte auf dem Land. Inzwischen, es gibt sogar in Regensburg ein Hausprojekt, die Danz. Das ist ein kleines Wohnprojekt. Es gibt sehr kleine Hausprojekte, ich glaube in Freiburg ist das kleinste die Wendlerstraße mit drei kleinen Wohnungen. Und in Freiburg war auch lange Zeit das größte Wohnprojekt mit 52 Wohnungen und 250 Mieterinnen. Jetzt gerade haben wir eins fertiggestellt in Heidelberg. Da haben Studierende sich zusammengetan, um ihr Studierendenwohnheim zu bauen. Das CA Heidelberg ist entstanden aus einem sehr alten, traditionsreichen Verein, Collegium Academicum in Heidelberg. Und da hat sich eine Gruppe von Studierenden gefunden, die den Verein übernommen hat und dann noch einen zweiten Hausverein gegründet hat und jetzt neu gebaut hat, einen Holzbau auch, so ähnlich wie es vorher gezeigt wurde, also einen Holzbau mit Hof. Und also für dieses Melanchthonheim
Hier in Regensburg wäre das noch eine Idee, habe ich gedacht, für die Studierenden sich zusammenzutun und mal zu überlegen, ob man das auch selber übernehmen könnte. Genau, also in der Zwischenzeit gibt es auch sozusagen so ein paar Ableger in anderen Ländern. In Österreich hat sich das Habitat gegründet. Wir haben eigentlich unser Modell kopiert und dort gibt es, glaube ich, in der Zwischenzeit auch so 8 bis 10 Projekte. In Frankreich gibt es eine Initiative und in Tschechien, in den Niederlanden. Dort entstehen so ähnliche Initiativen mit diesem Modell der Kontrollorganisation. Und dann habe ich jetzt noch ein Projekt aus Freiburg. Das ist ganz in der Nähe, von dem Greta-Gelände. Greta-Gelände ist hier. Daneben ist direkt die IHK. Und dieses ist Projekt Flurstück 277. Da ist so ein Punk-Schum drin, also so eine Kneipe, so ein Clubkeller. Und 2015 wollte die IHK, die direkt daneben ist, dieses Grundstück einfach kaufen von der Stadt. Und es wäre ihr fast geglückt. Aber einige Leute aus dem Greta-Gelände, aber auch aus dem Viertel in Ulm, haben sich überlegt, das kann ja nicht sein. Wir wollen nicht, dass da jetzt nochmal Büroräume entstehen. Und also man muss wissen, da, wenn man Freiburg anguckt am Bahnhof, die ganze Achse, da ist quasi nur noch Büro. Und es ist nicht besonders schön. Die Leute aus dem Grün, wo es noch ziemlich viel Wohnungsbau gibt, wollen das eigentlich nicht. Und sie haben sich dann zusammengetan und diese Initiative gegründet. Und wir haben dann eine Zeit lang ziemlich viele Workshops gemacht, mit dem Viertel überlegt, was könnte man denn da noch machen? Wie könnte man das erhalten, den Crashkeller erhalten und was könnte da hinkommen? Und haben mit der Zeit mit den Bewohnern im Viertel einen Entwurf entwickelt. Und in der Zwischenzeit haben wir dann die IHK verbrannt. Also die haben dann irgendwann gesagt, wir wollen es jetzt doch nicht mehr haben, dieses Grundstück. Und jetzt ist es schon mal so weit, dass die Stadt Freiburg das Grundstück ausschreibt demnächst. Konzeptvergabe, sodass wir hoffen, dass wir gute Chancen haben, mit unserem Konzept dort gut anzukommen und dass wir am Ende das Grundstück kriegen. Und wir würden dann eben auch, also den Hausverein gibt es schon, Grundstück 277, und wir würden dann mit den zukünftigen Nutzerinnen das eben weiter planen und bauen. Und ich glaube, einen sehr kreativen und lebendigen Ort dort schaffen und eben den Crashkeller, der sehr wichtig ist für viele Leute in der Stadt, erhalten. Genau. Das wäre es eigentlich schon. Wahrscheinlich gibt es nachher noch viele Fragen. Ich bin offen. Wunderbar. Herzlichen Dank.